Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde in diesem Video euch zeigen, wie ihr euren Flammenaltar auf Stufe 4 bringen könnt. Dafür müsst ihr einmal Brut-Irrlichtwürm-Kopf opfern. Das bekommt ihr, wenn ihr die Bugbestie besiegt. Das werden wir jetzt sofort machen. Ich zeige euch meine Taktik, wie ihr solo den besiegt. Schnell besiegt, ohne Ärger besiegt. Ich habe selbst schon 6-7 Mal gegen den verloren gehabt, deswegen habe ich mir eine Taktik überlegt und die möchte ich jetzt einmal vorstellen. Bevor wir aber zum Boss gehen, sind wir einmal wieder zu unserem Yuka-Lager oder Wuka-Lager. Das habe ich euch im letzten Video mal gezeigt gehabt. Hier habe ich ja meine Farming-Ecke, damit ich Erfahrung sehr schnell sammeln kann. Plus Erzadern gibt es hier sehr viele. Ich habe hier letztens ein Buff entdeckt, beziehungsweise ein Segen hier. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich nehme es einfach mal mit. Also man sieht, dass man Segen hat, Statusdetails, das Blut der Bestie durchströmt dich, aber was es genau bringt, keine Ahnung. Es kann ja nur positiv sein, also negativ kann es ja nicht sein. Gut, die zweite Sache, wie gehen wir nochmal zurück? Habe ich wieder vergessen. Gehen einmal kurz schlafen, damit die ausgeruht sind. Sehr wichtig. Das ist die zweite Sache, die wir machen werden. Kurz mal hinlegen. So, maximal Ausdauer. 22 Minuten. So, jetzt können wir Richtung Bestie gehen. Ich zeige euch gleich, was für Futter ich mitgenommen habe. Ja. Teleportieren wir uns. Ich zeige euch gleich alles, was ich mitgenommen habe. Auch in den letzten Videos freigeschaltet. So. Ich habe mitgenommen. Einmal gekochte Eier für die Ausdauerregeneration, Gesundheitswiederherstellung und Mana-Regeneration. Dann habe ich Kamillentee für die Gesundheitswiederherstellung und Kondition. Und natürlich gegrilltes Wild für die Konstitution, damit wir mehr Leben haben. Dabei habe ich Bandagen, 18 Stück, 3 Heiltränke für den Notfall und viele Bomben. Ich habe hier ich habe mir Meteoritenschauer, wenn diese kleinen Viecher kommen. Das ist meine Taktik. Und das werde ich auch noch benutzen. Gebet der Flammenschrift, oder? Gut, ich habe hier meinen Leuchtzauberstab. Ich habe hier meinen Teerbogen. Ich habe vergiftete Kupferpfeile hergestellt. Weil ich habe jetzt getestet, das macht am meisten Schaden bei dem kleinen Drecksviech. Ja, jetzt starten wir mal. Da bin ich mal gespannt, ob wir es diesmal schaffen werden. Also ich habe es auch 3-4 Mal probiert. Es ist nicht so einfach. Aber es ist machbar. Also ich glaube schon, dass wir es hinbekommen werden. Beziehungsweise, dass ich es hinbekommen werde. Ich glaube, ihr seid da besser im Kämpfen als ich. Also ich glaube schon, dass ich nicht so gut bin. So, schnell rüber. Die Abkürzung nehmen. Voilà, direkt auf den Gegner gelandet. Oh! Junge, Junge, fast wäre mir gestorben. Im Miasma-Lava war ich gerade gewesen. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Nicht vergessen, alles zu reparieren. Hier wäre ich nochmal im Miasma-Lava gewesen. Glück gehabt. Ich bin, glaube ich, ein bisschen falsch gelaufen. Junge, ich stresst mich gerade. Verpisst euch. So, hier hoch. Wenn wir einmal aus dem Miasma sind, jetzt können wir eigentlich uns hier hochtricksen. So, da ist schon unsere schöne Burg. Mit dem schönen Gegner. Unsere Burgbestie. Junge, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was mache ich hier wieder für Zeugs? Ja, jetzt haben wir es. Junge, Junge. Ein wilder Ritt. Früh am Morgen. Okay, einmal hier hoch. Alter, ich bin so aufgeregt, ne? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Er ist einfach zu stark. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Ich habe Bandagen diesmal mitgenommen. Die letzten Male habe ich immer mit Heilen getriggert gehabt. Komm, nehmen wir mal. Vielleicht bringt es uns was. Gut, jetzt bevor wir runterspringen, futtern. Eier, Kamillentee, Fleisch, dann habe ich hier einmal Magieschaden, Elixierwaren, scheiße,
Dann habe ich hier das hier, was ich benutzen werde. Benutzen. So, jetzt habe ich alle Buffs. Ich weiß nicht, was Elixierwaren bringt, aber wir werden es sehen. Bogen in die Hand. Welche Pfeile haben wir? Ne, vergiftete Kupferpfeile. Switchen und dann könnt ihr runterjumpen. Boah, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Komm, versuchen wir es. Schaut euch das an. Es macht am meisten Schaden. Direkt auf den Kopf, direkt die ersten Schläge ballern. Immer schön ausweichen. Alles andere ist egal. Oh mein Gott. Lebensheilung ist schon mal sehr nice. Das ist durch den Kamilletee und die Eier. Deswegen müsst ihr nicht so oft heilen. Und wenn ihr den Kopf oft genug trifft, dann kriegt er so eine Art, keine Ahnung, der ist dann so getriggert, der kann nicht mehr attackieren. Und diese Stellen müsst ihr angreifen, die so markiert sind. Come on. Oh mein Gott, ich heile, glaube ich, einmal. So. Kopf treffen. Achtung, Achtung, Achtung. So, wieder Kopf getroffen. Wieder geschockt oder was auch immer das ist. Schaut euch an, wie viel Schaden wir machen, wenn er geschockt ist. Oh mein Gott, ich glaube, wir schaffen es diesmal. Ey, das ist bestimmt Versuch Nummer, keine Ahnung, 6, 7? Ich habe mich krass vorbereitet, Leute. Ich hab's aber jetzt. Ich hab's aber jetzt. Oh Gott. Ich will mit dir, Goofy. Ich hab's aber, glaube ich, jetzt. Das ist die Taktik, Leute. Das ist die Taktik. Wir haben das. Ich zeige euch dann, was ich geskillt habe. Aber ich glaube, das ist unwichtig. Mit dieser Taktik, mit vergifteten Kupferpfeilen, mit Eiern, mit Fleisch und mit Kamillentee läuft es einfach wie geschmiert, Alter. Weil ich habe nicht die beste Rüstung, die ihr sehen könnt. Ich habe auch nicht den besten fallenden Bogen dabei. Andere Leute gehen mit legendären Ausrüstung dahin. Aber wir haben es geschafft, Leute. Nice. Ich bin so happy. Ist das scheiß Ding. Und hier haben wir noch einen Ring. Oh, 30% Mana Punkt, 3 Lebenspunkte. Und hier noch Schlüssel zu Burg Erstein. Nice. Junge, 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 Junge. Beast Deppert. So, haben wir es geschafft. Kriege ich die Tür auf? Nee. Gut. Erstmal gehen wir zurück. Erstmal gehen wir zurück, leveln unser Flammenaltar. Das ist das Wichtigste. Let's go. Leute, wir sind zurück. Wir stärken jetzt diese Flamme. Wir brauchen noch Indigo-Pflanzen. Wo ihr Bernstein, Kupfererz bekommt, habe ich euch in einem Video gezeigt. Wo die Indigo-Pflanzen sind, habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Falls ihr Probleme damit haben solltet, dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Dann verlinke ich euch die Videos. Indigo-Pflanzen habe ich, glaube ich, hier schon bereitgestellt. Ich guck mal gerade. Nee. Dann muss es hier sein. Indigo, 8 Stück. Das reicht nicht. Wo sind die anderen Indigos? Ich habe die irgendwo hingelegt. Wo habe ich die hingelegt? Da ist es nicht. Ey, ich habe so viele verschiedene Truhen. Ach hier, ich habe die, glaube ich, eingepflanzt schon. Das ist aber nur eine. Notfalls muss ich gleich kurz mal warten. Ich glaube, ich habe Setzlinge hergestellt, damit ich mehr Indigo-Pflanzen habe. Das kann auch sein. Aber schauen wir mal ganz kurz. Weil ich wusste, dass ich Indigo-Pflanzen habe. Hier sind die doch. Ich sag's doch, ich habe die irgendwo. Ich habe die extra zur Seite gelegt. So, Indigo-Pflanzen. Und wir stärken jetzt die Flamme. Dadurch werden wir erstens stärker. Flammenstufe erhöht. Zwei Fertigkeitspunkte erhalten. Dann haben wir pro Level bekommen wir hier, wenn ihr auf alle Attribute geht, zwei primäre Statuspunkte. Da unten seht ihr das, Flammensegen 3. Und die nächste Sache, die wichtig ist, Leute, das zeige ich euch jetzt auch. Wir teleportieren jetzt wieder mal zu diesem Ort hier. Ihr könnt jetzt, ohne zu tricksen,
in das schwere Gebiet eintreten. Das ist das Wichtigste, Leute. Deswegen so schnell wie möglich. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt wieder alles auf grün. Das Rote ist weg. Es ist nicht mehr ein tödliches Miasma, sondern ein normales Miasma. Schaut euch das an. Hier unten komplett. Das war komplett rot gewesen davor. Am Umbra-Kater. Aus dem Grund könnt ihr jetzt auch hier die Quest abschließen. Bitte das Schmied und so Zeugs. Das ist richtig nice. Also, so viel wie möglich diese Quest abschließen, die Bugbestie attackieren und dann heißt es hier weitermachen. Wir sind aber noch nicht durch mit dem Video, Leute. Ich habe noch eine Sache, ich wollte euch noch einiges zeigen. Bevor ich aber euch einiges zeige, gehen wir mal zurück zur Burg, weil wir haben ja einen Schlüssel getriggert. Ich gehe jetzt mal zur Burg, bis gleich. Ich bin da. Wir gehen jetzt mal zusammen hier alles looten. Weil wir haben ja einen Schlüssel benötigt, um hier weiterzukommen. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Wir gehen einmal hier diese Tür rein. Eine ganz normale Tür. Ich glaube, ich benutze mal hier so ein Irrlicht-Dingsbums da. Habe ich eins überhaupt da? Ja, Trank der Blut. Nee. Ah, hier. Zack. Let's go. Nee, ich wollte nicht zurück zum Desktop. Das möchten wir nicht. Das machen wir später. Wir sind gerade happy. So. Es gibt verschiedene Türen. Hier ist nichts. Da hinten waren einige Türen gewesen. Und da vorne ist noch eine Tür gewesen. Guck mal. Die Tür ist einfach wieder geschlossen gewesen. Hätte ich das Spiel neu gestartet, wäre da wieder Loot. So, hier hinten ist eine Tür. Ich überlege gerade, ob ich erstmal runtergehen soll. Oder erstmal hoch. Nee, lass erstmal hier hochgehen. Ich bin runtergefahren, deswegen gehen wir erstmal runter. Gut, dass ich nicht gestorben bin. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Hier rein. Schlüssel zur Burg. Jawohl. Was geht denn hier? Was haben wir denn hier? Ha? Aber nix. Hier haben wir einfach nix. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Okay, hier ist aber eine Tür. Alter, so ein Riesending. Aber hier ist einfach nichts. Ich glaube, hier ist etwas versteckt. Guck. Was kann ich da oben machen zum Beispiel? Nix? Kann ich da hoch? Ja, Mann, da ist eine Truhe. Ich wusste es. Kann doch nicht sein. Kriegerhose. Okay. Nehmen wir mal mit. Wir haben ja schon bewiesen, dass hier krasse Krieger sind. Hier geht es raus und da geht es hoch. Junge, Junge, Junge. Okay, wir sind komplett draußen gerade. Das war die eine Ecke, wo wir nicht reinkommen sind. Da oben gibt es noch eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Aber lass erstmal hier rumlaufen. Nee, hier gibt es keinen Weg raus. Dann lass mal runter. Bin mal gespannt, ob es hier noch was gibt. Ich habe einige Türen gesehen gehabt. Man verdammt eine Schlüssel gebraucht hat. Ich glaube da drüben sogar. Zack. Gucken wir mal. Ja, man, da hinten. Irgendwo hier. Da. Da, da, da. Bin ich mal gespannt. Geht's runter, hier geht's hoch, hier gibt's Miasma. Hier ist der Tod. Hier ist eine Truhe. Aber die hätte ich auch so bekommen können. Das war jetzt nichts Besonderes. Und ich komme. Doch, ich komme auch hoch. Also man hätte auch ohne Schlüssel hier hochkommen können. Die einzige Stelle war ohne Schlüssel unzugänglich. Das direkt neben dem Haupteingang. Aber alles andere ist auch ohne Schlüssel möglich. Erfahrungsschiff loggen. Nice. Benutzen wir direkt. Benutzen. Okay. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch etwas ist. Tatsächlich. Es sei denn, da oben ist noch etwas. Lass mal überall hingehen. Hier war ja unser Helm gewesen, da unten. Soll ich es nochmal holen? Dann habe ich es dreimal. Ich würde gerne da hoch. Yes. Nein! Oh, ich bin so dumm.
hier. Man kommt von hier unten ganz normal hier hoch. Da sind so Anker. Da kann man sich hochziehen. Hier ist nichts. Da? Nee. Wir haben hier den Boss besiegt. Hoch geht es nicht, runter geht es nicht. Hier ist noch eine Tür. Oh. Hier geht es raus ins tödliche Miasma, beziehungsweise Lava. Noch eine Tür. Also man kann alle Türen freischalten. Aber es gibt halt nichts, ne? Ist hier was? Oder ist eine Truhe? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch, Leute? Gebt euch das mal. Da ist eine Truhe, aber es gibt keinen Weg da hoch. Ich muss mich da hochtricksen irgendwie. Lass erstmal hier schauen. Vielleicht gibt es hier etwas. Hier genauso. Man muss sich echt hochtricksen, ne? Da kann ich mich hochziehen. Hier ist eine Tür. Boah, Leute, das nervt aber. Dass man jede Tür einzeln freischalten muss. Da. Lehrlingszauberstab. Ist okay, wir haben aber bessere. Gut, ich glaube, ich finde hier nichts mehr. Ich finde hier nichts mehr. Deswegen gehen wir nochmal hier in meinen Fähigkeitenbaum, Leute. Also, was ich euch empfehlen kann. Levelt viele dieser Skillpunkte, damit ihr eine Grundkonstitution, Grundwillenskraft und Grundkondition habt, weil ihr bekommt ja pro Level ab 2 Punkte. Ich habe tatsächlich alle einzelnen Dinger hier gelevelt und ich habe mich für diesen Kampf auf Fernkampfschaden konzentriert. Hier gibt es sehr viele Stränge, wo ihr mehr Fernkampf bekommt. Ich habe tatsächlich versucht, das hier noch freizuschalten. Waldläufer, da gibt es 2 Konditionen, 2 Geschick, 5 Ausdauerregenerationen, 5 kritische Chancen und 5 kritische Schaden. Das ist richtig nice, da spare ich jetzt drauf. Das würde ich euch auch empfehlen, damit ihr als Fernkämpfer genug Schaden macht. Das ist auch nice. Das möchte ich auch noch machen. Fügt eine Chance von 20% und so einen Schwall von Fallen zu spawnen, die sich leicht ausbreiten. Multischuss, das finde ich auch nice. Stellt euch mal vor, ich schieße und habe auf einmal 3 Pfeile anstatt 1 Pfeil. Das macht ja viel mehr Schaden. Das sind so die nächsten Fähigkeiten, die ich leveln werde. Und dann werde ich mich wieder konzentrieren auf hier Gauner, Zauberer. Weil hier gibt es auch sehr viele Fähigkeiten, die euren Fernkampfschaden erhöhen. Ich finde, bei solchen Bosskämpfen ist einmal Bogen und einmal Magie sehr wichtig, damit ihr genug Schaden macht. Weil nahkampfmäßig hätten wir zum Beispiel gar keine Chance gehabt. Deswegen habe ich in den letzten Level-Ups immer hier diese Dinger hier gelevelt. Genau, einfach dieser Bereich Nordosten, sage ich mal, komplett gelevelt. Gut, Ausrüstung. Wir haben ja hier unsere Wache des Nordens Set gehabt komplett. Da habe ich ein Video dazu, wie ihr die einfach einsammeln könnt, auch Early Game. Waffen habe ich, meinen Bogen gehabt, so ein Standardbogen, das könnt ihr auch. Und diese vergifteten Kupferpfeile, die könnt ihr auch erstellen, indem ihr Erzadern komplett durchlootet. Das habe ich euch ja auch gezeigt gehabt. Also es ist alles Early Game machbar. Diese Schriftrollen, die sind random. Ich habe tatsächlich das hier gar nicht gebraucht. Das hier habe ich auch gar nicht gebraucht. Ich habe nur die beiden Dinge hier gebraucht und auch gegrilltes Wild. Damit konnte ich sehr schnell Ausdauer und Leben regenerieren. Das ist natürlich auch nice. Elixier, 30% Schadensmultiplikator, 30% mehr Schaden zu machen, ist super. Gut, es ist schon wieder hell geworden. Ich habe wieder so viel gelabert. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal umschauen. Falls ich etwas finden sollte, gibt es die Info in einem separaten Video dazu. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr, Leute. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe schon die ganze Zeit mich umgeschaut gehabt. Alle Türen haben mir freigeschaltet. Was soll es hier noch geben? Was soll es hier noch geben? Hier gibt es nichts mehr. Es hat mich halt irritiert, dass wir noch eine Kriegerhose erhalten haben, aber das war wahrscheinlich nur random. Wir können ja mal noch hier hingehen. Oh mein Gott, ich fall gleich in dieses verdammte Lava rein. Nee, aber da gibt's auch nichts.
Okay. Leute, wir sind durch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.